Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, guten Abend, hallo und herzlich willkommen zu einer aktuellen Ausgabe von 04 Plus hier bei Muldental TV. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Wir haben wieder einiges für Sie vorbereitet. Den Beginn, den machen wir mit einem Wettbewerb und zwar mit Unser Dorf hat Zukunft. Da bewerben sich immer sehr viele Dörfer und eine Jury geht vorab dort jedes einzelne Dorf ab, wird durchgeführt und schaut sich an, was die Besonderheiten der Orte ausmacht. Beworben haben sich unter anderem auch Talwitz und Nischwitz und wer schließlich den Wettbewerb gewonnen hat, das entscheidet sich dann Anfang Oktober. Die sechste Bewerbung im Kreiswettbewerb Unser Dorf hat Zukunft führte die Jury an die Lossa nach Talwitz. Die Ortsteile Talwitz und Nischwitz bewarben sich gemeinsam unter dem Motto, wo keine Brücken sind, bauen wir welche. Nach der Vorstellungsrunde informierte Bürgermeister Thomas Pögel die Jury über seine Gemeinde und insbesondere die Ortsteile Talwitz und Nischwitz. Rund 890 Einwohner leben in Talwitz und 825 in Nischwitz. Thomas Böge berichtete über verschiedenste ökologische Projekte, welche hier umgesetzt werden. Natürlich erwähnte er auch, dass die Gemeinde Talwitz zu den Preisträgern beim 17. Europäischen Dorferneuerungspreis zählte. Für eine ganzheitliche, nachhaltige und mottogerechte Dorfentwicklung von herausragender Qualität gab es Gold. Dann startete auch schon die Ortsbegehung Station 1, der Dorfplatz vor dem Gemeindeamt. Die Neugestaltung des Geländes hat sich an der Grundstruktur des ehemaligen Rittergutes orientiert. Die Kulturscheune und die integrierten Markthäuschen empfehlen den Platz als Veranstaltungsort, erklärt Wehrleiter Matthias Hörig. Auch das Feuerwehrgerätehaus ist in das Ensemble des Platzes integriert. Mit dem Bus ging es in Richtung Gewerbegebiet. Auf der Fahrt informierte Thomas Pöge über Handwerk und Industrie in Talwitz. Der Bogen spannt sich vom Fleisch über den Rohrproduzenten, Dachdecker bis zum ökotechnischen Betrieb und seiner Tochter Euspiron, welche Kosmetik, Pflege und Medizinprodukte aus bioaktiven Algen herstellt. Vom Gewerbegebiet ging es durch die Mühlenstraße an der Dorfbäckerei vorbei zur historischen Sägemühle. Durch den Heimatverein und die Gemeinde Talwitz werden das Mühlrad, der Mühlgraben und das Sägewerk gepflegt. Einer der Höhepunkte ist das jährliche Mühlenfest. Zukünftig soll die Sägemühle für Nutzer des Radweges auch außerhalb der Öffnungszeiten virtuell mittels Videos erlebbar werden, informiert Christian Veit, der Vorsitzende des Heimatvereins. Weiter ging es in Richtung Waldbühne. Die Bühne wurde in den 70er Jahren von Talwitzern gebaut. Damals fanden hier Konzerte mit Bands wie Pudis oder Karat statt. Heute wird sie beim Erntedankfest als Festbühne genutzt. Auch die Kunstgruppe K9 stellt sich hier vor. Sie war 2019 aus einem Kunstprojekt hervorgegangen. Die nächste Station war das Schloss in Talwitz. Hier wurde einst Medizingeschichte geschrieben, erfuhren die Mitglieder der Jury von Petra Neustadt, Ortschronistin und Mitglied im Heimatverein. Selbiger wurde 1998 gegründet und hat 135 Mitglieder. Im ehemaligen Schlösserhaus, eines der ältesten Gebäude im Ort, hat er seinen Sitz. Hier bewahrt er Zeugnisse der Ortsgeschichte auf. Das Talwitzer Kinderglück ist eine Elterninitiative, die während der Corona-Zeit über WhatsApp-Ideen für die Beschäftigung von Kindern teilte und das heute auch aktiv im Heimatverein umsetzt. Mit dem Bus ging es weiter in Richtung Nischwitz. Bernhard Wagner von der Wassergut Karnitz GmbH informierte bis dahin über sein Unternehmen, das als Tochterunternehmen der Leipziger Wasserwerke auf insgesamt 750 Hektar Fläche pflanzliche und tierische Ökoprodukte erzeugt. In Nischwitz übernahm Conny Weidemüller vom Heimat- und Kulturverein die Führung. Bei der Rundfahrt durch den Ort sollte sie den neu gestalteten Jugendtreff, die errichtete Milchrampe und Projekte wie die Belebung von historischen Höfen vor. Weitere Highlights waren der neu gestaltete Spielplatz und die Kulturkirche.
Hier berichtete Anne-Rose König, dass der Kirchenbau seit August dieses Jahres nach mehrjähriger Bauzeit als Kulturkirche geweiht wurde. Das Gotteshaus rückt so wieder in das Zentrum des Dorfes und wird zukünftig auch für Kulturveranstaltungen des Heimatvereins genutzt. Und auch die Gemälde von Tonelli und Cranach sind wieder zu sehen. Der Zeitplan ist eng gesteckt, auch in Nischwitz. Hinter der Kulturkirche eine Leistungsschau des Nischwitzer Heimat- und Kulturvereins. 2003 wurde dieser gegründet. Derzeit gehören ihm 113 Mitglieder an. Dieser hat sich die Pflege örtlicher Traditionen, Feste und Bräuche auf die Fahne geschrieben. Dabei schafft er Angebote für Jung und Alt. Zu den Höhepunkten gehören das Ostereierkullern, die Apfelernte auf den Streuobstwiesen und wie in Talwitz der Adventskalender in Nischwitze, Fenstern und Höfen, der Nikolaus, welcher durch den Ort fährt und die Kinder beschenkt, sowie der Weihnachtsmarkt am ersten Advent. Die Wäscheleinenausstellung dokumentiert das sehr genau. Und auch baulich verändert sich so einiges im Ort. Das Dorfzentrum wird weiterentwickelt. Pläne gibt es schon, informierte Bürgermeister Thomas Pöge. Damit ging es wieder in den Bus zurück und zur letzten Station, der Ortsbefahrung. In Talwitz am Bildungscampus machte der Tross schlussendlich Halt. Hier wurden die Gäste von den Grundschülern der Schule musikalisch empfangen. Sie brachten das Talwitz-Lied zu Gehör. Auf dem Bildungscampus befindet sich neben der Grundschule der Kindergarten. Hier wurde die Wettbewerbsjury und die Protagonisten der Ortsvorstellung von Jenny Wötzel, der Leiterin des Kindergartens, empfangen. Der energetisch optimierte Neubau traf auf das Interesse der Anwesenden. Zum Abschluss der Begehung gab es ein paar kleine Naschereien von den Kindern selbst gebacken. Wer am Dienstag unsere Sendung geschaut hat, der hat schon den letzten Stadtrat mit Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger gesehen. Er wird sich ja jetzt in den Sächsischen Landtag verabschieden. Und da haben wir schon einen kleinen Einblick gegeben in die emotionalen Worte der einzelnen Redner und auch in die Reaktionen von Matthias Berger. Und nach der Stadtratssitzung gab es dann auf dem Marktplatz noch eine große Überraschung, denn die Feuerwehren der ganzen Stadt Grimma. Die Stadträte, das Jugendblasorchester, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und viele Freunde und Weggefährten waren auf dem Markt zusammengekommen, um ihn zu überraschen und natürlich auch würdig zu verabschieden. Das war sehr emotional für alle Beteiligten, in erster Linie natürlich auch für Oberbürgermeister Matthias Berger. Und klar, wir waren natürlich mit der Kamera für Sie vor Ort. Alles, was zu Ende ist, kann auch Anfang sein. Man sollte nicht an alten Zeiten kleben, doch ich bin kein Ignorant, der zu schnell vergisst. Das, was einmal war, ist auch mein Leben. Würde es diese Zeilen, geschrieben von Gerulf Panach, nicht schon geben, man hätte sie erfinden müssen. Für diesen 19. September, den Tag, als Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger zum letzten Mal eine Stadtratssitzung leitete. Wie geht man mit dem Bewusstsein, es ist die letzte Stadtratssitzung in Grimma als Oberbürgermeister, in eine solche? Eindeutig mit Anspannung. Die war so offensichtlich und das hat man in all den Jahren sehr selten bei Berger gesehen und wenn, dann anders. Da ging es um Entscheidungen, hier auch, aber um eine persönliche, seine eigene. Mit Räuspern und Unruhe, letztendlich aber doch souverän wie immer, leitete er seine letzte Stadtratssitzung bis zu dem Moment, als diese zu Ende war und letzte Worte gesagt werden wollten. Gut, meine Damen und Herren, komm. Die Stimme versagte und Tränen stiegen auf. Also übernahmen erst einmal andere das Mikro. Hannes Heine, selbst viele Jahre Mitglied im Stadtrat, gab einen Abriss zu bekannten Grimmer Persönlichkeiten und schlug so den Bogen zu Berger.
Bedeutende Persönlichkeiten sind aus Grimma hervorgegangen. Albrecht der Beherzte ist in Grimma geboren. Katharina von Borba, die spätere Frau von Martin Luther, kam als 10-jähriges Mädchen in das Kloster Linschen. Der bekannteste deutsche Kirchendichter Paul Gerhard besuchte in Grimma die Fürstenschule St. Augustin. Der Buchdrucker Georg Joachim Göschen betrieb eine Druckerei am Markt und legte seinen Sommersitz nach Bodenstedt. Johann Gottfried Säume begann in Grimma seinen Spaziergang nach Syrakus. Der Nobelpreisträger Wilhelm Ostwald wohnte in Großboden. Und Hermann Weissig, ein Mann mit Humor, produzierte in Grimma Konfetti und Pappnasen. Ferdinand Walter ließ als Unternehmer mit sozialem Arrangement eine Siedlung für seine Mitarbeiter bauen, einschließlich Sport- und Freizeitanlagen. Die Liste der besonderen Menschen ist damit nicht vollständig. Im Jahre 2001 wird Matthias Berger mit über 57,6% der Stimmen im ersten Wahlgang Bürgermeister der Stadt Grimma. Zu seinem Amtsantritt 2001 gewann er die Wahl im ersten Durchgang mit 57,6% und sah sich gleich im Jahr 2002 einer seiner größten Herausforderungen gegenübergestellt, das Jahrhunderthochwasser. Doch Berger war von Anbeginn ein Macher. Nicht immer bequem, aber oft erfolgreich. Am 2. August 2019 konnte die Hochwasserschutzanlage von Grimma offiziell eingeweiht werden. In seiner Amtszeit wird die Schwimmhalle saniert, werden Schulen, Kindergärten und Turnhallen saniert oder neu gebaut. Die Einweihung der neu gebauten Oberschule Böhlen ist am 25. Februar 2022 einer seiner größten Erfolge. Berger, so Heine, hat Spuren hinterlassen, Maßstäbe gesetzt und ist katastrophenerprobt, was, augenzwinkernd, für den Landtag nicht schaden kann. Als neuer erster Stellvertreter des Oberbürgermeisters übernahm Marco Neumann das Mikro. Er hatte einige Wegbegleiter nach persönlichen Erinnerungen zum Mensch Berger befragt und lustige Begebenheiten kamen wieder hoch. Mein Vorgesetzter, mein Polizeipapier, war zur ersten Flug 2002 Zugführer von einem Einsatzzug in Grimma und hatte seine Beamten also im Stadtgebiet verteilt. Und nach meinem Fall hat er vermehrt, Plünderung gefangen, höchstpersönlich, und hat gesagt, ja siehst du, wir müssen auch noch mal Leute abstellen in der Stadt und die sollen einfach mal die Geschäfte ein bisschen aufpassen und Einsatzkontrollen machen und so weiter. Und dann fängt man seine Leute in der Stadt verteilt und dreht dann mal seine Runde, um zu gucken, ob die alle stehen, ob wir uns mal konservieren, dann machen wir alles richtig. Und dann waren die mal weg. Da kann ich dann mit denen gehen. Und dann ist er sogar zum Schloss gefahren. Da war die ganze Traube der Beamten des Einsatzzuges, von meinem Chef, die Untergebenen, und mittendrin stand Matthias Berger, hat die irgendwie alle zu sich geholt und hat dann Aufgaben verteilen wollen, und das war dann ja, das geht ja nicht, ich bin der oberste Polizeibehörde, ich sage hier, und dann geht's los, ihr habt das ja dann irgendwie geklärt. Auch verwaltungstechnisch ist das, glaube ich, nicht ganz so korrekt, aber es ist ja trotzdem. Ein wunderbares, starkes Zeichen setzten die Mitarbeiter der Stadtverwaltung für Berger. Stark wie ein Baum wurde für ihn eine Eiche gepflanzt. Leider, der Zeit geschuldet, konnte die wunderbar ausgearbeitete und auf den Bürgermeister zugeschnittene Adaption eines Wissensquiz mit ohne Günther Jauch nicht bis zum Ende ausgetragen werden, denn da machten sich nach längerer Wartezeit lautstark die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren bemerkbar. Zeit für die offiziellen Abschiedsworte des scheidenden Oberbürgermeisters. Ich habe letzten Tag mein Büro ausgeräumt und da fiel mir wirklich zufällig dann meine Antrittsrede von 2001 in die Hände. Und es bot sich natürlich an, mal Bilanz zu ziehen, aber ich lasse jetzt da standen Dinge drin wie, ich werde mal ein furchtbarer Sohn des Landkreises sein. Und irgendwie habe ich denen dann doch nicht entsprochen, deswegen ist das nicht von Relevanz. Aber natürlich liegt mir das dann durch den Kopf, was eigentlich damals so die Erwartung war, was dann daraus geworden ist. Und da muss ich ganz klar sagen, aus heutiger Sicht, wenn ich gewusst hätte, was da auf mich zukommt mit vielen Naturkatastrophen und sonstigen Dingen und was man nicht alles erlebt hat, das war nicht einfach.
Und das war so in vielen Dingen traumatisch, ich würde es wieder tun. Sprach's und betrat die Treppe vor dem Rathaus. Auf dem Marktplatz waren zahlreiche Kameradinnen und Kameraden angetreten, um sich von ihrem Oberbürgermeister gebührend zu verabschieden. Ebenso wie eine kleine Abordnung des Jugendblasorchesters Grimma. Der Stadtmusikdirektor außer Dienst Rainer Ramlow überbrachte neben guten Wünschen eine Erinnerung für das zukünftige Büro. Was bleibt, was uns bleibt, sind Freunde im Leben, endeten Gerulf Panachs Zeilen, die er einst für die Pudis schrieb. Dem scheidenden Oberbürgermeister bleibt zu wünschen, dass er seine Visionen in Dresden umsetzen kann und nicht von dem Bürokratismus, den er immer bemängelte, ausgenockt wird. Ja, liebe Zuschauer, es wird mal wieder Zeit für den Sport und da geht es heute um einen Ball, nämlich bei den ESA-Grimma-Volleys. Die haben ihr erstes Heimspiel hier in Grimma in der Muldentalhalle absolviert und wie das ausging, das weiß jetzt mein Kollege Heiko Sachse. Lange musste die treue Fangemeinde der ESA-Grimma-Volleys auf den nächsten Auftritt ihres Teams warten. 6 Abgänge galt es in der mehrmonatigen Pause zu kompensieren. Und so konnte sich der treue Anhang auf ein neu aufgestelltes Team in der zweiten Bundesliga Pro freuen. 273 Fans zog es nun in die Muldentalhölle, um ihr Team gebührend gegen die Skurios-Volleys aus Borken zu unterstützen. 273 Fans, welche ein Team im ersten Satz sahen, welches nicht so leicht klein beigab und einer anfänglichen Schwäche der Borkener Damen mächtig Paroli bot. Auch wenn noch nicht alles bei einem neu aufgestellten Team gelingen sollte, so gab es für Trainer Jorge Munari bereits vor dem ersten Spiel einen schwerwiegenden Ausfall zu verzeichnen. Zuspielerin Theresa Barner zog sich im Training einen Bänderriss im Sprunggelenk zu. So musste Hanna Polzin von Anbeginn diese Aufgabe übernehmen. Und um es einmal vorwegzunehmen, laut der Meinung von den Rängen erledigte sie diese Aufgabe recht bravourös. Auch wenn Borken den ersten Saisonpunkt sein eigen nennen konnte, so hatten sie doch gegen die Grimma-Volleys alle Hände voll zu tun. Erst beim 11:11 Ausgleich sollte sich das Blatt zugunsten des Gastes wenden. Zwar konnte man sich mit bis zu 5 Punkten vom Gegner absetzen, doch sollte dieser immer wieder den Anschluss halten können. Erst beim Spielstand von 24:20 aus Sicht von Borken machte man dann schnell den Sack zu und sicherte sich den ersten Satz mit 25:22. Zwar wurden hier noch 2 Satzbälle an Grimma abgegeben, doch sollte Marika Loka mit diesem Angriffsschlag den Satzgewinn auf ihre Seite holen. Den zweiten Satz sollte man wohl besser gleich aus dem Gedächtnis streichen, denn über einen 7:25 kam Grimma hier nicht hinaus. Der anschließende dritte Satz sah dann wieder einer zur alten Stärke findenden VVG. Auch wenn man hier vielleicht eher sagen müsste, Grimmas neu formierte Damenmannschaft stand erfolgreich am Netz und fand ins Spiel zurück. Von Anbeginn übernahmen sie das Geschehen auf dem Parkett und setzten so den Gast streckweise mäßig unter Druck. Auch wenn die Skurios-Volleys nochmals herankamen und zum 17:17 ausgleichen konnten, vorbei ließen die ESA-Grimma-Volleys den Borkener Gast nicht mehr. Mit einem knappen 25:22 sichern sie sich diesen Satz. Kein Krimi hätte besser sein können, wie der mit dem Namen vierter Satz. Eine schnelle Grimmaer Führung zum Satzbeginn konnten die Borkener Damen egalisieren und setzten sich mit bis zu 4 Punkten dann vom Heimatteam ab. Doch konnten diese mit der Unterstützung der Muldentalhölle den Anschluss wieder herstellen und letztlich zum 23:23 ausgleichen. Mit dem vierten Satzball zum 27:25 sicherten sich die ESA-Grimma-Volleys diesen Satz und glichen zum 2:2-Satzstand aus. Nun war wieder alles offen und so musste die Entscheidung im Tiebreak fallen. Im Entscheidungssatz dominierten wieder die Borkener Damen und ließen sich am Ende auch diesen nicht mehr nehmen.
Mit einem deutlichen 15:5 sicherten sich die Skurios-Volleys Borken den ersten 3:2-Satzsieg in der noch sehr jungen zweiten Volleyball-Bundesliga-Pro-Saison. Als beste Spielerinnen wurden auf Borkener Seite die Diagonalangreiferin Caroline Beining und Grimmars Außenangreiferin Christine Vom-Schemm geehrt. Ja, liebe Zuschauer, das Wochenende steht vor der Tür und morgen am Freitag geht ja unter anderem auch in Grimma das Stadtfest los. Wenn Sie also Lust haben, kommen Sie gerne mal vorbei. Ja, und wie das Wetter dann morgen wird, das schauen wir uns jetzt an in den Aussichten. In den Landkreisen Nordsachsen und Leipzig wird am morgigen Freitagvormittag und auch am Nachmittag die Sonne von einzelnen Wolken verdeckt. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 19 Grad. Abends zum Start des Stadtfestes in Grimma überwiegt dann leider dichte Bewölkung. Aber es bleibt trocken bei Höchsttemperaturen von 16 Grad. Wie das Wetter am Wochenende wird und ob man trockenen Fußes auf die zahlreich stattfindenden Feste gehen kann, sehen Sie morgen an dieser Stelle bei 04+. Ja, das war sie auch schon wieder, die Donnerstagsausgabe von 04+ hier bei Muldenthal TV. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei waren. Schalten Sie gern auch morgen wieder ein. Dann begrüßt Sie hier an dieser Stelle meine Kollegin Astrid Sonntag und hat wieder die neuesten Infos mit im Gepäck. Ich verabschiede mich für diese Woche, wünsche Ihnen vorab schon mal ein schönes Wochenende und freue mich, wenn wir uns ganz bald hier an dieser Stelle wiedersehen. Bis dahin, machen Sie es gut.